Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Heute zu einer Motivtorte zum Thema Bienen, denn wir machen heute eine Bienenkönigin-Torte. Als allererstes modellieren wir die Bienenkönigin. Dazu brauchen wir Fondant, wo ordentlich CMC mit reingeknetet ist, damit das Ganze später auch besser aushärten kann. Für die Bienenkönigin brauchen wir erst einmal drei Teile, einen etwas größeren gelben Teil für den unteren Körper, den kleinen gelben Kopf und in derselben Größe noch einmal einen braunen Teil für den oberen Körper. Den drücke ich oben etwas flach und forme mit den Fingern das Ganze leicht zylindrig. Das größere gelbe Fondantstück nehme ich einfach zwischen meine Handballen und forme das Ganze zu einem Kegel. In den braunen Fondant könnt ihr dann mit einer spitzen Schere das Ganze etwas einschneiden, damit es fluffiger aussieht. Mit Hilfe von meinem Extruder habe ich dann schwarzen Fondant zu lauter Streifen ausgedrückt und die mit Zuckerkleber an den unteren Körperteil drumherum geklebt. Als nächstes kommt der Kopf an die Reihe. Da markiere ich gerade die Augen. Mit den Fingern modelliere ich jetzt hier eine kleine Andeutung der Nase. Anschließend werden die Augenhöhlen nochmal etwas vertieft und mit weißem Fondant aufgefüllt. Und dann kommen noch mit schwarzem Fondant die Pupillen hinein. Die könnt ihr dann natürlich mit Zuckerkleber festkleben. Um den Körper zu stabilisieren, gebe ich hier jetzt einen Schartschlägspieß rein. Der sollte die Größe natürlich von der Bienenkönigin haben. Und dann werden alle drei Körperteile aufgespießt und mit Zuckerkleber festgeklebt. Dabei darf der Schartschlägspieß unten gerne etwas rausgucken. Das ist dann so gesehen der kleine Stachel. Den könnt ihr dann mit schwarzer Lebensmittelfarbe anmalen. Und so sollte eure Biene auf jeden Fall mal einen Tag lang trocknen. Am nächsten Tag können dann die Wimpern befestigt werden. Hierzu auch mit dem Extruder einfach den Fondant hauchdünn auspressen und mit Zuckerkleber die Wimpern an dem Auge festkleben. Das ist ein bisschen Friemelarbeit und hat mit am längsten gedauert, bis die Wimpern so gesessen haben, wie sie sollten. Danach werden aus braunem Fondant die Haare geformt. Hierzu einfach lauter unterschiedlich große Tropfen formen, die zuerst locker dran halten zum Schauen, wie es aussieht und dann mit Zuckerkleber festkleben. Wenn ihr dann auch noch etwas von dem gelben Fondant übrig habt, könnt ihr lauter kleine Bienchen daraus noch formen, einfach lauter kleine Kegel machen und auch schwarze Streifen drumherum kleben. Als nächstes kommt das Cakeboard an die Reihe. Das wird auch mit gelbem Fondant eingedeckt. Anschließend werden mit Hilfe von einem Wabenausstecher bzw. Sechseckausstecher die Bienenwaben auf das Cakeboard aufgeprägt. Nun wird das Cakeboard noch abgepudert mit Lebensmittelpuderfarbe, zuerst mit einem hellen Beige-Orange und dann werden die einzelnen Rillen nochmal mit braunem Puder hervorgehoben. Für die Krone der Bienenkönigin
einfach gelben Fondant dick ausrollen und mit einem kleinen Blattausstecher ausstechen. Anschließend die Krone noch mit goldener Lebensmittelfarbe bemalen. Für die Flügel benötigen wir weiße Blütenpaste. Die wird ganz dünn ausgerollt und mit einem Messer die Flügel so Pi mal Daumen ausgeschnitten. Die kleinen Flügelchen der Bienen solltet ihr am besten direkt nach dem Ausschneiden an die Bienen anbringen, einfach eine Vertiefung oben hineindrücken und mit Zuckerkleber die Flügelchen befestigen und sie so dann komplett aushärten lassen. Für die Fühler und Beinchen der Bienenkönigin habe ich mich hier für braunen Draht entschieden, den einfach in die passende Größe schneiden, zurechtbiegen und an der Biene befestigen. An der Stelle möchte ich nochmal ganz herzlich gratulieren zum 10. Blog-Geburtstag an Zucker Princess. Sie hat zu diesem Anlass eine ganz tolle Osterkooperation ins Leben gerufen. Geht also unbedingt mal auf ihren Blog und lasst euch da von ganz vielen YouTubern und Bloggern mit tollen Osternrezepten inspirieren. Die Flügel der Bienenkönigin sollten auf jeden Fall gut durchgetrocknet sein und dann könnt ihr sie mit Zuckerkleber festkleben. Auch das solltet ihr auf jeden Fall gut durchtrocknen lassen. Zum Stabilisieren könnt ihr auch noch etwas Draht dahinter klemmen. Als nächstes brauchen wir natürlich auch einen Kuchen und die passende Füllung. Dazu habe ich jetzt einen Schoko-Wunderkuchen gebacken in einer 22er Springform und das Ganze werde ich dann nachher mit einer Honig-Quark-Creme füllen. Die Rezepte dazu findet ihr hier unter dem Video in der Infobox. Die Honig-Quark-Creme habe ich auch noch mit etwas Lebensmittelpastenfarbe in einem zarten Orange eingefärbt. Zum Stapeln der Torte benötigen wir auf jeden Fall ein Stützröhrchen, damit euch die einzelnen Böden nicht wegrutschen können. Zum Stabilisieren könnt ihr rundherum auch noch ein paar Schaschlikspieße geben. Nachdem die Torte dann fertig gestapelt ist, stellt sie für gute 4 Stunden in den Kühlschrank. Danach könnt ihr die restliche Creme rundherum verteilen und die Torte schön glatt streichen. Danach stellt ihr sie einfach wieder in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die weiße Schokolade. Die Schokolade ist hier schon geraspelt und 2 Drittel davon werden gerade über einem Wasserbad geschmolzen. In das andere Drittel gebe ich hier fettlösliche Puderfarbe hinein, um die weiße Schokolade einzufärben. Mit etwas Rot und Gelb erhalten wir nachher ein schönes Orange. Die geschmolzene Schokolade gebt ihr nun einfach über das restliche Drittel und rührt das Ganze so lange, bis alles schön geschmolzen ist. Für die Bienenwabenoptik eignet sich super Luftpolsterfolie. Die habe ich natürlich vorher gereinigt und trocknen lassen. Dort könnt ihr dann eure flüssige Schokolade drüber geben und gleichmäßig verteilen. Anschließend lasst ihr sie für gute 5 bis 10 Minuten anziehen und gebt sie dann vorsichtig um eure Torte drumherum. Stellt die Torte dann samt der Folie in den Kühlschrank, so lange bis die Schokolade komplett fest geworden ist. Wenn ihr noch etwas Schokolade und Luftpolsterfolie übrig habt, dann könnt ihr noch kleinere Stücke damit bestreichen und sie dann etwas gerafft auf Alufolie drapieren und so fest werden lassen.
Sobald die Schokolade komplett fest geworden ist, könnt ihr die Folie vorsichtig mit einem Messerchen ablösen. Ich finde diese kleinen fleißigen Bienchen total niedlich und bin die ganze Zeit darüber am Nachdenken, ob es nicht vielleicht ganz cool wäre, ein eigenes Bienenvölkchen im Garten zu haben. Ich habe da natürlich leider zu wenig Erfahrung, ich muss mich mit der Materie erst auseinandersetzen, aber vielleicht hat der eine oder andere von euch ja schon Erfahrungen. Dann schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Anschließend habe ich die Torte, den Rand oben, noch ein bisschen nach meinem Geschmack angepasst, die Torte dann auf das vorher vorbereitete Cakeboard gesetzt und sie dann mit den Deko-Elementen dekoriert. Damit die Bienchen um den Bienenstock drumherum summen können, einfach etwas Draht nehmen und die Bienchen um die Torte rum platzieren. Natürlich vor dem Essen den Draht entfernen, denn der ist natürlich nicht essbar. Um die Bienenkönigin auf der Torte zu befestigen, nehmt ihr euch am besten einfach nochmal einen Schaschlikspieß und befestigt dort dran die Bienenkönigin und dann könnt ihr sie als Topper einfach oben drauf stecken. Ich finde, die Torte ist super, super süß geworden und sie war auch richtig lecker mit der weißen Schokolade da drumherum. Ich hoffe, euch hat das Rezept und das Video auch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare und natürlich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen hier auf meinem Kanal. Tschüss!